Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es um die sicherheitstechnische Fachkunde von Fachkräften für Arbeitssicherheit gehen. Warum? Weil das ein Thema ist, was immer wieder in den Audits aufploppt und wo also zig Fragen im Feld sind. Ist meine Fachkraft für Arbeitssicherheit eigentlich, also rein gesetzlich gesehen, auch dazu imstande, mich zu unterstützen? Ja? Oft ist es ja so, dass man im Prinzip, gerade wenn man externe Sicherheitsfachkräfte im Spiel hat, dass man davon ausgeht, dass die Fachkunde auch entsprechend gewährleistet ist. Teilweise ist es ja auch so, dass man es in den Verträgen entsprechend sichergestellt sieht, aber da rate ich zur Vorsicht. Ja? Warum? Weil natürlich diese Verantwortlichkeit und die Verantwortung, die dahinter hängt, ja, die richtige Fachkraft für Arbeitssicherheit zu finden und auszusuchen, nicht bei der externen Firma liegt, ja, die das per Vertrag vielleicht hier zusagt und absichern möchte, sondern beim Unternehmer. Und das Thema ist sehr brisant. Ja, warum? Weil auf der einen Seite bin ich natürlich kein Jurist, ja, aber ich versuche da mit meinem Menschenverstand, mit meinem Sachverstand an die Sache ranzugehen. Wir werden uns auch später im Prinzip die Gesetze anschauen oder die Gesetzesgrundlage anschauen, wo das Ganze konkret thematisiert wird. Ja, bleib auf jeden Fall dran. Ich nehme dich definitiv jetzt mal mit raus, weil ich hier am Sonntagnachmittag quasi so ein paar Vorbereitungsarbeiten habe. Ja, das Audit steht an, ab morgen quasi. Und ich muss noch ein bisschen zusammenpacken. Ich muss noch eine kleine Runde hier drehen und da nehme ich dich einfach mit raus. Ja, also bis gleich, bleib auf jeden Fall dran, weil es total interessant und spannend für jeden ist, der das Thema Sicherheitsfachkraft bei sich im Unternehmen eigentlich abgesichert sieht. Aber ich verrate dir eins, es ist spannend zu verstehen, diese Zusammenhänge zu verstehen, wo die Sicherheitsfachkunde quasi auch thematisiert wird. Ja, bis gleich. Also, worum geht es eigentlich bei der ganzen Geschichte hier? Ja, es geht darum, dass Fachkräfte für Arbeitssicherheit entsprechend fähig sein müssen. Ja, müssen fähig sein, die Aufgaben, ihnen übertragenen Aufgaben entsprechend zu erfüllen. Ja, und wie kann man eigentlich sicherstellen, dass dem so ist? Ja, unterm Strich ist es so, dass man natürlich davon ausgeht, dass wenn jemand eine entsprechende Ausbildung nachweisen kann, diese auch ausreicht. Ja? Und jeder, der sich schon mal mit dem Thema beschäftigt hat, der weiß, dass die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht mal kurz im Vorbeigehen entsprechend realisiert ist oder möglich gemacht werden kann, sondern dass sie halt in unterschiedliche Ausbildungsstufen eingeteilt ist. Ja? In die sogenannte Grundausbildung, also es sind drei Ausbildungsstufen, in der Grundausbildung, der ersten und zweiten, die sind eigentlich gleich, da bist du safe, wenn du zum Beispiel bei der BG diese Ausbildung entsprechend gemacht hast, ja? und diese Grundbefähigung besitzt, ja? Das ist definitiv der Fall. Aber der Casus Knactus, wie mein alter Lateinlehrer immer gesagt hat, liegt hier in der Ausbildungsstufe 3. Das ist nämlich die betriebsspezifische bzw. branchenspezifische Ausbildung. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Fachkraft für Arbeitssicherheit hast, die seine Grundausbildung bei der BG Holz Metall gemacht hat und auch also Stufe 1 und Stufe 2 und dann die branchenspezifische Ausbildung auch bei der BG Holz Metall gemacht hat, und dann als Fachkraft für Arbeitssicherheit letztendlich vielleicht nicht bei einem BG Holzmetallbetrieb anfängt, sondern bei einem Elektrobetrieb, bei der BG ETEM momentan, dann kannst du vielleicht nachvollziehen, dass dieser branchenspezifische Anteil doch ein anderer ist. Ja, die ganzen Gefährdungen, die im Spiel sind, sind einfach anders. Ja, die sind anders bei einem Holzmetallbetrieb verglichen mit einem ETEM, ja, oder BG Bau oder ähnliche. Ne? Du kennst ja diese ganzen Berufsgenossenschaften. Abhängig davon, wo du jetzt letztendlich unterwegs bist, wo du und dein Betrieb Mitglied ist, ja, sollte man natürlich auch entsprechende Befähigungen nachweisen können. Ne? Warum ist das so ein Punkt? Ja, weil einfach das ein kleines, wichtiges Detail ist, dass für den Fall der Fälle, wenn dann letztendlich hier dieser Katastrophenfall im Spiel ist, sodass beispielsweise auch
Personenschaden im Spiel ist. Er hört sich vielleicht sehr sachlich an, ist aber eine total emotionale Angelegenheit. Dann kommt es drauf an, dann schaut man sich die Details an. Ne? Und früher oder später kommt man dann in so eine Situation rein, wo man hinterfragt, ja, ist der Unternehmer, hat er eigentlich alles dafür getan? Ja? Hat er seine Verpflichtung entsprechend umgesetzt? Und oder war das Ganze ja, klar, dass es vielleicht so weit kommt? Ne? So, und was ist der Hintergrund von dem Ganzen auch? Ja, dass es einfach Unternehmen gibt, besonders wenn es halt externe Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind beispielsweise, die das nicht so kommunizieren. Ja. Und Fakt ist, es ist einfach ein Feld, das sich mit der Zeit quasi ja, ausgedünnt hat. Es ist nicht mehr so einfach, die wirklich erfahrenen Fachkräfte für Arbeitssicherheit dann auch wirklich zu finden. Ja, oft ist es so, dass es halt Jungingenieure sind beispielsweise oder Technik oder Meister, die in Unternehmen anfangen und die einfach schnell durchgeschleust werden durch diese Ausbildungen bei der BG, ja, und die im Prinzip mit nicht so viel Berufspraxis dann ins Feld gerollt werden und vielleicht sogar auch diese Fachkunde nicht besitzen, ja, diese Fachkunde nicht nachweisen können, entsprechend ja, und dann halt einen Betrieb ja, betreuen sollen. Ne? Genau, das ist so der Background. Also das heißt, es ist tatsächlich schockierend, ja, weil man einfach unterm Strich feststellt, es gibt tatsächlich Unternehmen, die natürlich sehr sauber aufgestellt sind, aber es gibt auch Unternehmen, die unterm Strich ja, nicht so genau hingucken. Und da ist es natürlich eine offene Flanke, ein Risiko, deshalb auch dieses Video hier in dem Zusammenhang. Ich werde nachher nochmal, ich mache jetzt hier eine Runde, weil ich es ist Sonntagnachmittag und ich habe jetzt die Woche über ein Audit. Ich muss meine Sachen packen und da finde ich es eigentlich ganz gut, wenn ich mir die Beine vertrete hier ein bisschen, dachte ich nehme dich einfach mal mit. Und ich habe nämlich noch einige Stunden Autofahrt vor mir, sodass ich Montagmorgen quasi im Audit aufschlagen kann. Ich werde trotzdem mir noch mal die paar Minuten nehmen. Nachher, wenn ich zurück bin, schalte ich dich noch mal dazu und zeige dir diesen Gesetzestext, ja, wo das konkretisiert ist, ja, so dass du auch für dich noch mal nachprüfen kannst und nachvollziehen kannst, ob das bei dir sauber geregelt ist. Ne? Also ich habe es mir eigentlich zur Angewohnheit gemacht, wenn ich im Bereich ISO 45001 unterwegs bin, einfach wirklich da mal reinzustechen. Ja, ist nicht böse gemeint, einfach um zu gucken, ob diese Themen dann auch sauber geregelt sind. Ja. Und lass mir dann auch die Abschlussurkunden oder Zertifikate der Fachkräfte für Arbeitssicherheit zukommen. Ja. Und nicht nur das, sondern auch diese Fachkunde, ja, diese Fachkundennachweise, die ja auch regelmäßig aufrechterhalten werden müssen. Ist ja auch logisch, ne, wenn jemand, was weiß ich, vor 10 Jahren diese Ausbildung gemacht hat und seitdem her nichts mehr gemacht hat oder so, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er da vielleicht gar nicht mehr wirklich helfen kann. Wo das Ganze thematisiert wird, zeige ich dir auf jeden Fall gleich, wenn ich zurück bin. Ja, ich schalte dich gleich wieder dazu, bis gleich. Okay, also ich bin wieder zurück, ne? So ein bisschen Fußmarsch muss auf jeden Fall sein. Ich werde jetzt die nächsten 5 Stunden in der Karre sitzen und da ist es definitiv gut, wenn man ein bisschen Frischluft hat und ein bisschen quasi Auslauf hatte. Ne? Okay, also ich habe jetzt hier diese geltende Vorschrift ins Feld gerollt, ne? Wo das ganze Thema hier Gegenstand auch ist. Ne? Da schauen wir jetzt gemeinsam rein. Das ist nämlich die DGUV-Vorschrift 2 und ja, es gibt unterm Strich so eine Art Mustertext, also auch für die DGUV-Vorschrift 2. Aber du siehst hier unten auch letztendlich die unterschiedlichen Berufsgenossenschaften. Ich klicke mal bei einer rein, bei der Holzmetall, da fühle ich mich zu Hause. Da habe ich ja meine Ausbildung auch gemacht. So, und da sehen wir im Prinzip die Struktur hier von der DGUV-Vorschrift 2. Und hier im Paragraphen 4 finden wir nämlich genau den Punkt. Ja. Ich schaue da ganz schnell mal trotzdem durch. Also sehen wir das mal sehen. Oder vielleicht kann ich das auf einer Seite wiedergeben. Nee, ist aber jetzt auch egal.
Also hier Bestellung, da sind wir uns klar, ne? Also man muss, der Unternehmer muss Fachkräfte bestellen, auch Betriebsärzte muss er bestellen. Und dann steht es hier drin, ne? Also die sicherheitstechnische Fachkunde. Der Unternehmer kann die erforderliche sicherheitstechnische Fachkunde von Fachkräften für Arbeitssicherheit als nachgewiesen ansehen, wenn diese den in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten Anforderungen genügen. Ja? Und da musst du halt reingucken, ne, ob das jetzt für deine Fachkraft für Arbeitssicherheit wirklich passt oder ob da Lücken sind. Ne? So, jetzt Absätze 2 bis 5, ne, jetzt schauen wir uns das an. Hier Absatz 2, da geht es um Sicherheitsingenieure, ne, und dann geht es um Funktionalsicherheit, können auch Personen tätig werden, die über gleichwertige Qualifikationen verfügen. Ne, und dann geht es hier drüben weiter, Sicherheitstechniker geht es, genau. Und dann Meister, soweit ich weiß, genau. Und die entsprechenden Anforderungen an diese einzelnen Berufsgruppen. Ja. Genau. Und dann geht es nämlich hier weiter, Absatz 6. Ja. Der Ausbildungslehrgang nach den Absätzen 2, 4 und 5 umfasst die Ausbildungsstufe 1. Ausbildungsstufe 2, ja, die sind in der Regel, ja, ist Grundausbildung quasi. Und Ausbildungsstufe 3. Und darum geht es, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Die bereichsbezogene Ausbildung und das begleitende Praktikum. Ja, okay. Ne? Bestandteil der Ausbildungsstufe 3 sind die nachfolgenden Rahmenthemen. Das sind also diese Themen, die im Feld sind. Und jetzt kommt nämlich der entscheidende Punkt oder Abschnitt 7 im Paragraphen 4 DGV-Vorschrift 2. Ja? Bei einem Wechsel einer Fachkraft für Arbeitssicherheit, die Ausbildungsstufe 3, also das heißt bereichsbezogene Ausbildung, das heißt jetzt in dem spezifischen Fall, ich habe jetzt in die Holzmetall reingeklickt, ja, du könntest genauso gut in die unterschiedlichen BG-spezifischen DGV-Vorschrift 2 Bereiche reinklicken, überhaupt kein Thema, aber hier geht es also genau um diesen Teil. Entsprechend den Festlegungen eines anderen Umfassungsvorschriftes absolviert hat, in eine andere Branche hat das Unternehmen dafür zu sorgen, dass die Fachkraft für Arbeitssicherheit die erforderlichen bereichsbezogenen Kenntnisse durch Fortbildung erwirbt. Ja. Also das hier, jetzt stell dir vor, da steht nichts anderes drin, als dass du eine Fachkraft für Arbeitssicherheit hast. Ja, die hat von mir aus, du bist Mitglied bei der Holzmetall, ja, und deine Fachkraft für Arbeitssicherheit hat diese Ausbildung gemacht bei der Holzmetall, hat auch diese bereichsspezifischen Teil der Holzmetall entsprechend fertig gemacht. Also alles easy. Ja. Man muss natürlich dann diese Fachkunde auch aufrechterhalten, jährlich zum Beispiel laden die BGen auch entsprechend zu Schulungsveranstaltungen oder Fortbildung oder Weiterbildung oder wie du das nennen möchtest, Veranstaltungen ein und schauen danach, dass letztendlich diese ganzen Leute auch entsprechend up-to-date sind. Ja. Alles easy, aber jetzt, wenn du sagst, ich möchte jetzt eine externe Sicherheitsfachkraft im Unternehmen haben, dann musst du natürlich auch sicherstellen, da steht es drin, ja, musst du sicherstellen, als Unternehmer, aus unternehmerischer Sicht sicherstellen, dass die Person auch entsprechende Fachkunde hat. Heißt ganz konkret, ja, die soll dir letztendlich diese Befähigung nachweisen, indem sie zum Beispiel zeigt, dass sie als Fachkraft für Arbeitssicherheit ausgebildet ist oder diese entsprechenden Abschnitt 2 bis 5 genannten Dinge halt nachweisen, plus, und da ist der springende Punkt, diese Fachkunde nachweist. Ja. Und da hapert es häufig, dass man nicht genau weiß, okay, ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit, kennt sie sich jetzt im Chemiebetrieb aus oder nicht, obwohl sie jetzt VBG zum Beispiel gemacht hat oder nicht. Ja. Ganz krasses Beispiel, ja, Verwaltungsberufsgenossenschaft und die Chemiegenossenberufsgenossenschaft, BGRCI zum Beispiel, ja. Und das ist natürlich klar, irgendwo auch logisch, dass dann jemand, der im Prinzip verwaltungstechnisch orientierte Tätigkeiten hier kennt, ja, dass der Einsatz in so einer Chemiebude oder einem Metallbetrieb natürlich schwierig ist. Ja. Und deshalb gibt es diesen Passus, deshalb gibt es diese Anforderungen. Und deshalb ist das auch ein Thema, ziehe ich mir halt häufig in den Audits raus. Also wenn du in irgendeiner Form mit mir in Kombination stehen solltest in der Zukunft oder momentan oder wie auch immer, sind das die Themen, die natürlich auch, die wir gemeinsam auch diskutieren und uns dann im Detail anschauen. Genau, hier steht es drin. Kannst du dir natürlich auch nachlesen. Ich hau dir auf jeden Fall den Link unten rein, sodass du auch gerne das für dich mal nachvollziehen kannst und dann wirklich diese Kette dann entsprechend auch mal überprüfst. Genau, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich muss jetzt meine letzten paar Sachen hier noch packen, ja, bevor ich hier nach Süddeutschland fahre, Raum Stuttgart. Das finde ich eigentlich ganz entspannt. Da habe ich die Möglichkeit quasi in meinem alten Zuhause noch zu Hause.
Und freue mich natürlich jetzt auf die Woche Audit hier. So gegen Jahresende werden die Audits immer dichter und immer kurzfristiger, ne? Und ist auf jeden Fall eine ganz interessante Angelegenheit. Dieses Jahr noch mit den ganzen Corona-Geschichten. Ja, jeder hofft natürlich, dass das Thema sich in Kürze dann auch klärt. Wahrscheinlich werden wir das nächste Jahr noch damit zu tun haben, wenn es gut läuft. Ja, nur das letzte Jahr, nächste Jahr. Wenn es schlecht läuft, halt länger raus. Aber schauen wir mal. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Ja? Lass mir auf jeden Fall einen Kommentar da, gib mir einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Ja? Ich werde mal danach schauen, dass ich dich ein bisschen auch mitnehme hier bei den ganzen Audits, die ich mache, dich ein bisschen dynamischer quasi mit mir rumtrage, damit du auch mal siehst, wie so die Szenen hinter den ganzen Audits im Rahmen der Auditvorbereitung zum Beispiel stattfinden. Und was da eigentlich alles so passiert, ja, die ganze Audit-Berichterstellung, Planerstellung, E-Mails und so weiter und so fort. Häufig ist es doch so, dass man immer noch am Rechner sitzt, immer noch Dinge macht, ja, so, wenn andere vielleicht schon Feierabend haben. Und das ist, muss man mögen, ja, ich sage immer, wenn man Spaß an der Sache hat, ist alles cool. Auch jetzt zum Beispiel Sonntagnachmittag, ja, ich kenne auch Leute, die quasi den heiligen Sonntag nicht anfassen. Für mich ist es organisatorisch ein besserer Move quasi da ins Feld zu rollen. Genau, in dem Sinne, viel zu viel gequasselt. Ja, ich hoffe, nicht zu sehr gelangweilt. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Video.